Hallihallo, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Boah, Leute, ich freue mich so sehr, dieses Video zu drehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe schon seit Monaten kein Geld mehr verteilt und so weiter, weil ich ja im Mai habe ich das ja komplett ausgelassen, habe ich ja nur verteilt für mich, ohne das mit euch zu teilen. Heute möchte ich es gerne mit euch teilen. Ich meine, es gibt auch einiges zu verteilen, wie ihr hier gerade sehen könnt. Das lege ich mal erstmal zur Seite. Wir werden gleich mal damit arbeiten. Aber ich hatte euch ja bereits in meinem letzten Video oder in meinem vorletzten, hatte ich euch ja gesagt, habe, dass ich zwei Spielebeine da auflöse und. Ich habe da ein bisschen was erklärt. Deshalb möchte ich hier mit euch jetzt alle meine Gedanken teilen. Das heißt, wenn du neu bist oder gerade Anfänger, dann siehst du, wie ich jetzt versuche, mein Budget so einigermaßen anders zu verteilen. Es ist jetzt nicht so viel, was sich ändert, aber dennoch, ja, verändert sich nun mal was. So, und zwar als allererstes ist ja klar, schreiben wir unsere Einnahmen auf. Meine Einnahmen sind, also ich bin ja Vollzeit berufstätig als verbeamtete Lehrerin in Hessen. Das Gehalt schreibe ich hier auf. Zusätzlich bin ich nebenberuflich selbstständig und verkaufe Dinge auf Etsy und so weiter. Habe halt ein Kleinunternehmen. Das heißt, hier notiere ich wirklich nur mein Lehrergehalt. Das sind netto 3.870 Euro. Plus nochmal Kindergeld kommt in meinem Laufe des Monats, ich glaube, in der dritten Woche oder so. Das heißt, ich kann also kann meistens nicht so erstmal damit rechnen. So, also doch schon damit rechnen, was kommt halt am Anfang des Monats wie hier. Und diesen Monat gibt es noch die Inflationsprämie. Die haben die anderen Lehrer in den anderen Bundesländern schon längst bekommen. Das sind 3.000 Euro und die wird verteilt auf 3 Monate. Und ich habe jetzt in dem Monat 1.000 Euro bekommen, steuerfrei. Dann kriege ich hoffentlich im Juli noch und ich glaube im November. So ist jedenfalls geplant. Mal schauen, ob das stimmt. Das heißt, dieses Mal haben wir sogar die Besonderheit, dass ich ein bisschen mehr Geld zur Verfügung habe. Jetzt rechnen wir mal zusammen für den Monat, wie viel wir insgesamt an Einnahmen haben. Wie gesagt, ohne mein Nebengewerbe. Das ist was anderes so. Das sind 5.120 Euro. So, da schauen wir jetzt mal weiter. Genau. Wenn du das gemacht hast, ist klar, du musst deine Fixkosten erstmal aufschreiben. Du musst natürlich erstmal das aufschreiben, was du immer hast. Was du, beziehungsweise was dir immer jeden Monat abgezogen wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Das sind Dinge, die kennst du eigentlich schon. Das sind Versicherungen, Miete und Co., Strom, GEZ und so weiter. Das heißt, bei mir, und ich brauche dafür mein Notizbüchlein, da habe ich mir alles fein säuberlich aufgeschrieben. Da, so, wir haben einmal Miete und Co. Miete und Co. sind bei uns, also was ich an meinen Mann als Dauerauftrag überweise, 690 Euro. Er zahlt die anderen 690 Euro. Das heißt, da drin sind Miete, also warm, WLAN, GEZ und Strom enthalten, 690 Euro. Dann, was gibt es noch? BAföG, was ich aktuell noch zurückzahle. Dafür lege ich also überweise ich jeden Monat auf mein Unterkonto 130 Euro, weil alle 3 Monate mir 390 Euro abgezogen werden. Genauso wie die Kita. Da sind 460 Euro, das ist auch fix, das wird abgezogen von meinem Konto. Dann habe ich noch meinen Handyvertrag, beziehungsweise für meinen Tarif zum Telefonieren sind 10 Euro. Ich habe alles optimiert und versucht wirklich im Laufe der Jahre, wo ich jetzt so dieses ganze Budgetieren tue, also wo ich budgetiere, habe ich versucht wirklich alles so zu optimieren und mir wirklich die besten Preise rauszuholen. Für 10 Euro habe ich 30 Gigabyte, also das ist schon wirklich super. Kann man sich nicht beschweren. So, dann haben wir einmal Abos, das ist sowas wie Netflix. War das noch Netflix? RTL Plus. Das sind und nochmal 1 Euro bei der Inkbank, das ist 99 Cent. Da sind 20 Euro insgesamt. Dann haben wir nochmal Privatkasse. Dadurch, dass ich verbeamtet bin, kriege ich zuerst mein Gehalt und dann wird das mir erst abgezogen. Da sind 272 Euro an die Privatkasse. Die übernimmt, glaube ich, 55% oder 45% und den Rest meiner Arztrechnung übernimmt die Beihilfe, also das Land Hessen. So, und dann hätten wir noch Familie. Ich überweise Mama und meiner Schwester jeden Monat Taschengeld. Das sind insgesamt 140 Euro. Das ist auch ein Dauerauftrag. So, wenn ihr das erstmal gemacht habt, das sind die Dinge, die wirklich fix abgezogen werden. Ich habe keine Versicherungen, die mir monatlich abgezogen werden, ganz einfach aus dem Grund, weil ich das einmal im Jahr bezahle und dafür spare ich Geld. Das ist zum Beispiel sowas wie die Kfz-Versicherung.
Bei der Kfz-Versicherung ist das so, entweder du kannst es monatlich zahlen, alle 3 Monate, halbjährlich bei manchen oder im Jahr. Und wenn du es auf einen Schlag im Jahr bezahlst, sparst du Geld. Das sind 20, 30, 40, 50 €, aber ich meine, das ist Geld. Und wenn du das bei verschiedenen Versicherungen so machst, ja, spart man einiges. Das heißt, ich habe hier nur das fix, das andere bespeichern in den Sinking Funds. Also habe ich bisher, gucken wir mal, wo ist meine, genau. Meint ihr, man sieht das, wenn ich das so mache? Ja, ein bisschen zu dunkel, aber ist nicht schlimm. So, dann haben wir die variablen Kosten. Das sind die Kosten, die ihr braucht für den Monat, um zu überleben. Das sind unter anderem Lebensmittel, das nenne ich jetzt mal Haushalt. Und diesmal packe ich, wie du bestimmt gesehen hast, gibt mir mein Mann, also überweist mir mein Mann keine 200 € oder sonstiges, sondern ich bezahle 400 €. Und ja, es ist halt alles teurer geworden. Und mein Mann zahlt den Rest, was wir so brauchen. Das heißt, er geht auch ganz oft einkaufen, holt Getränke für den Kleinen, vor allem so Obst und so weiter. Das heißt, von meiner Seite kommen 400 € rein. Dann haben wir Taschengeld. Das ist für mich, wenn ich Sachen kaufen möchte, unter anderem, wenn ich ein Buch kaufen möchte, wenn ich, keine Ahnung. Egal was, also alles, ich habe hier verschiedene Töpfe und wenn das alles darauf nicht zutrifft, wie zum Beispiel Drogerie mit 50 €, das wäre, oder das sind keine Lebensmittel, das ist aber auch kein Sprit und so weiter, dann nehme ich so ein Taschengeld raus. Sprit machen wir mal 150 € erstmal. Dann haben wir noch Ausgehen. Mit Ausgehen meine ich jetzt nicht Party machen. Sondern wirklich, wenn ich mit Freunden essen gehe, wenn ich zum Bäcker gehe und so weiter. Das will ich ungern aus Haushalt rausnehmen. Haushalt ist wirklich nur für uns zu Hause. Und ausgehen ist für mich mehr, wenn ich, wie gesagt, mit Freunden essen gehe oder einfach zum Bäcker gehe, einen Kaffee hole oder. Das ist wirklich nur für mich. Dann haben wir nochmal Baby, obwohl mein Baby gar kein Baby mehr ist. Da habe ich jetzt diesmal nicht so viel reingelegt, nur 100, weil ich tatsächlich einiges für ihn geshoppt habe. Auch im letzten Monat, das habt ihr jetzt natürlich nicht mitbekommen, weil ich das Budget nicht geteilt habe. Aber wir haben Windeln genug, wir haben von allem eigentlich genug. Ich habe ganz viele also ganz viele Kleidungsstücke für den Sommer gekauft, Schuhe. Boah, ich bin letzten Monat ein bisschen eskaliert. Vielleicht war das ganz gut, dass ich mit euch kein Video geteilt habe. So, und haben wir dann als und Familie? Da fragt ihr euch bestimmt, hey, wieso hat sie zweimal Familie? Also das hier ist fix. Ich übernehme die Girokontogebühren von meiner Mama. Dann kriegt meine Schwester noch Taschengeld und meine Mutter. Und hier packe ich mal 50 € rein. Das hat nichts mit meiner Familie, mit meinem Mann und meinem Sohn zu tun, sondern wirklich mit meiner Familie, meine Geschwister und Eltern, wenn ich mit denen rausgehe oder so, dann übernehme ich meistens. Meistens reicht das Geld nicht aus, weil wenn ich mit dem Papa essen gehe, übernehme ich. Wenn ich mit Mama rausgehe, übernehme ich, auch wenn sie das nie wollen. Ich mache es trotzdem. Am Ende schaffe ich es immer zu bezahlen. Auch wenn sie nur kurz mehr Hände waschen gehen, dann bezahle ich heimlich. Und ja, 50 € ist dann in Ordnung. Wenn das nicht ausreicht, nehme ich es aus Ausgehen oder Haushalt, je nachdem, wo noch Geld übrig ist. Na, wobei aus Haushalt nehme ich das nicht. So, das sind 1.100. Da werden auch einige Fragen, die neu dabei sind. Woher weißt du denn, wie viel du brauchst? Ganz einfach, versuch einen Monat lang deine ganzen Kassenbons aufzuheben oder 2 Monate lang und schau, was du so im Schnitt ausgibst. Und dann kannst du das so Pi mal Daumen ausrechnen. Wenn du merkst, mitten im Monat, oh, deine Berechnung war doch nicht so in Ordnung, da ist mehr Geld übrig geblieben. Gut, nimmst es mit in den nächsten Monat und machst dafür weniger dann rein. Oder du sagst von vornherein, oh, das war zu wenig, dann weißt du, ab dem nächsten Monat musst du halt ein bisschen mehr reinpacken. So, dann haben wir die Sinking Funds. Wir haben einmal die Kfz-Versicherung. Da spare ich jeden Monat zwischen 40 und 45 €. Da hatte ich ja, glaube ich, am Anfang ja ausgerechnet gehabt. Ach genau, ich brauche um die 500 €. Dann habe ich es geteilt durch 12, meine ich, gemacht. Genau, das waren 41,66 € und deswegen habe ich mal 40 mal 45. Ich habe jetzt letzten Monat 45 reingemacht, deswegen mache ich diesen Monat 40 € in den Umschlag. Dann haben wir die Kfz-Steuer. Die kostet mich 120 €. Geteilt durch die 12 Monate, also spare ich jeden Monat 10 € dafür. Dann haben wir TÜV, was für mich im Dezember ansteht. Da spare ich 15 € jeden Monat aktuell. Dann haben wir Urlaub. Kommen 100 € rein. Baby, für meinen Kleinen lege ich immer noch so beiseite, nochmal extra 50 €, falls das hier mal nicht ausreicht. Dann habe ich da in dem Umschlag genug Geld. Dann
haben wir für mich, das mache ich ja seit 2 Monaten, lege ich einfach nochmal so 20 Euro beiseite, falls ich irgendwie mal, falls das Taschengeld mal nicht ausreicht. Oder eigentlich sollte es etwas eher so Luxus sein. So, es gibt ja Sachen, also ihr wisst ja, ich gebe echt viel Geld aus und vor allem gebe ich auch viel für meine Familie aus, für mein Kind und alles, für meine Eltern, Geschwister, Mann und keine Ahnung was. Naja, gut, für meinen Mann nicht. Mein Mann ist jemand, der lässt sich nicht so gerne beschenken. Er macht das gerne immer, dass er das, also er ist sehr, sehr großzügig, sagen wir es mal so. Aber es gibt so Dinge, dafür ist man trotzdem zu geizig. Und auch wenn es nur mal eine Zeitschrift ist für 7 Euro, dann denkst du dir, ich habe zwar jetzt heute mal einen Lippenstift für 40 Euro gekauft, aber für 7 Euro Zeitschrift bin ich zu geizig. Wir kennen das alle. Also, ob es ein Lippenstift ist oder sonstiges, ihr versteht, was ich meine. Und dafür soll das hier mal sein, dass man sich da auch mal was gönnt. So, dann spare ich aktuell Geld für das Hessen- oder das Landesticket für Rentner. Aber ich glaube, ab 60 gibt es das. Und da mein Vater jetzt mittlerweile in der Rente ist, seit letztem Monat offiziell, er ist aber Lehrer und muss oder sollte bis zum Schuljahresende, was August wäre, unterrichten. Und danach hat er kein Hessenticket mehr. Und er fährt so gerne Bahn. Und ich will das weiter unterstützen. Obwohl er einen tollen Wagen hat und viel fährt, möchte ich, dass er mehr läuft. Und das macht er, indem er Bahn fährt tatsächlich. Das hört schwitzig an, aber er steigt um und dann läuft er durch die Stadt. Er hat halt kein Auto oder sonstiges. Dann läuft er dahin und dahin. Ich möchte einfach, dass er weiterhin in Bewegung bleibt. Und ich wollte jetzt, waren das 5 Monate? Ja, genau, das kostet um die 300, ich glaube 365 Euro, so wie die Tage. So, für die Feiertage, sei es jetzt, ob das Weihnachten ist oder für mich in meinem Fall würde ich gerne für Ramadan für nächstes Jahr ein bisschen was zur Seite legen oder so Feiertage. So für meine Nägel, witzigerweise, spare ich ja. Also von Taschengeld mache ich mir ja immer die Nägel. Und ich habe ja gesagt, für Fußnägel war ich immer irgendwie zu geizig. Da lege ich ja jetzt jeden Monat 20 Euro beiseite, damit ich so an drei, also ich wollte eigentlich jetzt im Juni einmal machen, das kostet 40, 50 Euro so, dann einmal im August, also jeden zweiten Monat, dann einmal vielleicht im September, Oktober und danach zeigt man sowieso nicht mal seine Füße, weil mir ist zu kalt. Aber meine Fußzehen sind seit Monaten, die großen beiden, so schlimm entzündet, dass ich da gerade nichts machen kann. Ich spare das Geld erstmal. So, Spenden. Ich spende gerne und deswegen lege ich jeden Monat mindestens immer 10 Euro beiseite. Dann Gesundheit. Das sind Sachen, die nicht also die nicht verschreibungspflichtig sind, wie so Ibuprofen, Paracetamol oder sonstiges. Das bezahle ich davon, weil ansonsten, wenn etwas rezeptpflichtig ist, wird es mir hier dann wieder zurückerstattet. Also nicht hier, sondern von der Privatkasse und von der Beihilfe. Ich schicke es hin und dann kriege ich es zurück. Für die Kleidung lege ich nochmal 50 Euro beiseite, einfach so nochmal. Wobei ich ja jetzt ganz dick shoppen war. Ganz groß. So, für Geburtstage lege ich 50 Euro beiseite. Dann haben wir, und so, und das ist jetzt wieder neu für Black Friday, habe ich gesagt 30 Euro, weil das bespiele ich nicht mehr, sondern ich habe einen festen Betrag jetzt erstmal für Beauty. Das ist wirklich nur für Beauty, das hört sich komisch an, obwohl ich ja Drogerie habe und keine Ahnung, aber meine Beauty-Artikel sind echt teuer. Ich gönne mir den Luxus und ich mag halt jetzt keinen unbedingt Bronzer oder einen Rouge für 3, 4 Euro von DM. Also natürlich ab und zu kaufe ich sowas schon, aber ich mag das halt einfach so hochwertigere Sachen wie Chanel und keine Ahnung was und Dior und was weiß ich, was es da alles gibt. Und wenn da mal was Schönes rauskommt, möchte ich es mir einfach gönnen. Oder sind einfach mal meine überteuerte Mascara oder. Aber den Luxus, wie gesagt, gönne ich mir. Ich arbeite ja auch dafür. So ein Auto möchte ich 20 Euro beiseite legen, wenn da irgendwas sein sollte. Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, müssten 550 Euro rauskommen. Wir gucken jetzt mal. Perfekt, 550 Euro, die Berechnung stimmt schon mal. So, und jetzt rechnen wir mal. Also, wir haben ja ein Gehalt von 1520, beziehungsweise ein Einkommen. Minus die 1722 Fixkosten, minus die 1100, dann minus die 550. Dann möchte ich gerne für meinen Notgroschen besparen 500 Euro, bespielen, mal schauen, ob es mehr oder weniger wird.
Und einmal für meinen 50.000-Euro-Plan hätte ich gerne 1.000 Euro. Das wären 1.500. Und tatsächlich lasse ich mir diesen Puffer aufs Konto. Das werde ich auch gut gebrauchen. So. Huch. So viel zu meiner Planung. Wenn du Fragen dazu hast, kannst du mich sehr, sehr gerne unten anschreiben, also in den Kommentaren. Dann können wir gerne zusammenschauen. Oh, ich hoffe, das war jetzt die ganze Zeit scharf. Sieht irgendwie nicht so aus. Wir machen das trotzdem mal so. Diesmal lasse ich mir wirklich einen guten Puffer da drauf. So, und dann geht es ans Verteilen. Das hier ist auf dem Konto, das wird hier abgezogen. Das heißt, wir brauchen 1.100 hier, 550 und 1.500. Jetzt hoffen wir mal, dass wir 3.150 hier haben. Da zählen wir jetzt gemeinsam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das sind 2000. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 700, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 800, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 900, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das sind 3000. Und jetzt müssten hier 20 Euro fehlen, weil ich habe schon für Haushalt, weil ich heute was kaufen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100, 110, 120, 130. Das stimmt, es fehlen 20 Euro. So. Jetzt geht's ans Verteilen, Leute. Ich glaube, das ist der schönste Part, aber leider auch der, der am schnellsten vorbeigeht, tatsächlich. Wir machen es hier natürlich schön. Ich habe jetzt hier meine Aufsteller nicht geholt. Ich wollte nicht ins andere Zimmer gehen und die Aufsteller holen, weil sonst sieht mich mein Kleiner, weil es ist noch nicht Schlafenszeit, sondern gleich. Man will er hier mitmachen. Beziehungsweise er will nicht mitmachen, sondern er will mein ganzes Geld hier damit spielen. Machen das mal hier so. Das legen wir alles zur Seite. So, mal nebenbei. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 5-Euro-Scheine aus dem letzten Monat. Und das malen wir auch direkt, damit wir das nicht vergessen. Das hatte ich ja, ich hatte ja auch keinen Monatsabschluss. Ich habe ja letzten Monat, wie gesagt, kaum was mit euch ja geteilt. Das machen wir hier erstmal. Haben wir hier 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Das lege ich jetzt zur Seite und lasse das erstmal in Ruhe trocknen. Und dann fangen wir mal an. Und zwar hiermit. Ich hoffe, ihr könnt gut sehen. So, wir haben Haushalt 400 Euro. Wir machen aber nur 380 rein, weil heute habe ich schon ein bisschen was rausgenommen. Das mal so. 1, 2, 3, 350, 380. 1, 2, ja, perfekt. So, dann haben wir Taschengeld. Achso, das überspringen wir, das ist in dem anderen. Was haben wir hier? Ausgehen 150, das ist nämlich hier. Dann haben wir, das haben wir nicht hier, aber wir haben Sprit hier, das sind auch 150. Oh, Baby haben wir aber hier drin.
die 100. Ich finde das so bei den Fächern ganz toll. So, dann geht das weiter. Taschengeld haben wir 200. Drogerie 50. Und Familie auch 50. So, ich sag ja, das geht hier irgendwie ganz schnell. Dann machen wir weiter mit den Sinking Funds. Spenden kommen bei mir hier zuerst, das sind 10 Euro. So, Held, also Gesundheit sind 20. Wobei ich hier 20 Euro rausgenommen hatte. Das war nämlich minus 20. Und jetzt kommen 20 Euro rein. Dann haben wir wieder die 150,14 €. Das war jetzt im letzten Monat. So, Baby. Kommen 50 Euro rein. So, Geburtstage. Warum ich hier teilweise die Sachen nicht auf Deutsch geschrieben habe, ist, weil auf Deutsch braucht man viel mehr Buchstaben zum Aufkleben und so viele hatte ich nicht. Nochmal so, damit ihr versteht, warum das so ist. So, Geburtstage kommen 50 rein. Irgendjemand genau vor dem Balkon bei uns schreit so verrückt. Keine Ahnung. Hat jemand wohl ein bisschen Spaß. So, Urlaub kommen 100 rein. Da ist schon einiges drin. Die Kfz-Versicherung kommen ja diesmal 40 Euro rein. Da habe ich hier einen Zehner drin. Gucken wir mal, ob wir hier gerade richtig gewechselt haben, dann ist es 210. Ja. Kfz-Steuer sind 10 Euro. Da können wir heute so viel wechseln. So, Party-Time. Das war ein Feiertag, 20 Euro. Das gehört ja gar nicht rein, das muss ich mal wechseln. Das sind 20. So,
zu TÜV 15 Euro. TÜV ist mittlerweile so teuer geworden und dadurch, dass ich letztes Mal schon wieder mehr zahlen musste, also nicht mehr, sondern TÜV teurer geworden ist, spare ich jetzt einfach mehr Geld und wenn das ganze Geld nicht gebraucht wird, auch gut, ich habe ja einen neuen Wagen, da dürfte eigentlich nichts defekt sein oder sonstiges und wenn da was übrig bleibt, ist super. Nehme ich mit den fürs nächste Mal. Nägel, 20 Euro. Müssen nur meine Fußzehen wieder ordentlich aussehen. Der Arzt meinte aber schon, es kann schon 2 Monate dauern. Bis dahin schon wieder kalt gefühlt. So, Familie, das war das Ticket für meinen Papi. Sollen 75 Euro rein. Bin ich gerade echt fleißig am Spannen. Es liegt mir sehr am Herzen, dass der Papa das bekommt. So, das ist hier. Moor. Oder? Was ist das hier? Ah ne, Kleidung. Sieht man ja eigentlich hier auch. Kommt 50 Euro rein. Damit habe ich erst angefangen. Normalerweise gehe ich wie so wie immer shoppen, wenn mir danach ist. Ich habe immer so 2-mal im Jahr so eine Phase, wo ich richtig shoppen gehe und danach geht es dann wieder. Und dann kommt eher die Beauty-Phase, wo ich dann eher in die ganzen Drogerien und Douglas und keine Ahnung was. So, Moor sind 20 Euro. Und auch wenn das sowas nur Wellness ist, geht auch natürlich, dass ich eine Massage mache oder keine Ahnung was. So, und jetzt fehlen die letzten 3 hier. Die müssen wir nämlich hier rausholen. Dafür hatte ich ja nämlich einiges gespart. Das ist einmal Black Friday. Das lassen wir erstmal drin. Dann habe ich fürs Auto. Ach ne, wir brauchen auch noch hier Beauty. Und wir müssen es ja irgendwie kenntlich machen. Deswegen habe ich hier schon ein bisschen was rausgesucht. Für Auto nehmen wir doch mal hier. So ein pinker Wagen darf auch nicht fehlen. Machen wir das so oder daneben? Oh, so. Dann nehmen wir mal noch Orange, so ganz spontan. Und wir nehmen ein Grün. Wir nehmen mal den. Dann müssen wir jetzt, wissen wir zu 100%, hier geht es ums Auto. Da habe ich ja je nachdem immer sehr wenig gespart. Jetzt möchte ich 20 Euro da reinmachen. Sieht zwar jetzt nicht so toll aus, aber damit kann ich leben. Dann haben wir hier Black Friday. Dafür habe ich, glaube ich, auch ein paar Sticker rausgesucht. Oder nee, das ist für Beauty. Black Friday lassen wir einfach erstmal so. Das waren 30 Euro. Und dann denkt ihr euch jetzt bestimmt, wieso spart ihr jetzt extra für Black Friday? Ganz einfach. Ich bin jemand, der die Preise eigentlich immer gut kennt. Also ich kaufe nichts an Black Friday, was ich nicht brauche. Sondern ich habe bestimmte Dinge im Kopf. Kenne die Preise sehr gut, weil manchmal tun die einfach so, keine Ahnung, da kostet zum Beispiel irgendwas 199 Euro und an Black Friday, Friday machen die dann sowas wie, eigentlich kostet es 260 Euro, aber heute nur 199. Eigentlich kostet es immer 199.
bei sowas lasse ich mich tatsächlich nicht veräppeln, aber letztes Jahr wusste ich, ich brauche unbedingt ein Handy. Das ist auch das, womit ich gerade filme. Und ich habe die Preise beobachtet das ganze Jahr über und an Black Friday und sogar, glaube ich, ein paar Tage vorher war das dann günstiger. Also das ist für Beauty 20 Euro. Ja, und dann habe ich zugeschlagen, weil ich statt 1100 dann nur 600 irgendwas bezahlt habe. Das war natürlich ein Schnäppchen. So. Dafür habe ich hier Beauty. Nehmen wir doch das. Stimmt, Hair-Salon geht doch auch hier. Muss ja nicht unbedingt Hair sein, aber das ist jetzt Hair-Salon, stört mich jetzt persönlich nicht. Was könnte man noch nehmen? Weiß nicht. Gibt es denn noch irgendwas mit Schminke oder so? Ich habe noch hier so einen Lippenstift, aber da passt er eigentlich gar nicht so wirklich rein. Sport auch nicht. Tja, eigentlich passt da nur das, oder? Komm, dann nehmen wir einfach das da. So. Aber mich stört gerade, dass das jetzt so dreckig ist. Also das kann ich jetzt auch nicht wegmachen. So, das Geld habe ich gerade hier reingetan, oder Leute? Hier habe ich. Ja. So, und jetzt, wenn wir alles richtig gemacht haben, müsste noch das Geld hier übrig sein. Jetzt hoffen wir mal. 1000 Euro kommt für meinen 50.000 Euro Plan hier rein. So 400, 500, 600. Eigentlich möchte ich gar nicht so viel. Nein, 600, 700, 800, 900, 1000. Aber eigentlich möchte ich es ein bisschen wechseln. 8. Dann nochmal. So. Und dann wechseln wir mal hin. 100er. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann noch einen wechseln. Kommt, dann wechseln wir noch ein 100er. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, und jetzt hoffen wir mal, dass hier noch 500 sind. 100, 200, 300, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 400, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oh Gott, Gott sei Dank, 10. Dass das jetzt für mein Notgroschen kommt jetzt hier rein. Perfekt. Sehr schön. So, dann haben wir gerechnet und ist alles wirklich aufgegangen. Es freut mich total. So, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Hinterlasst sehr gerne einen Daumen hoch da, einen Kommentar und ein Abo. Darüber würde ich mich sehr freuen. Es motiviert mich natürlich dann immer umso mehr. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, du schaltest beim nächsten Video wieder ein. Aktiviere dafür auch die Glocke. Bis dann. Tschüss.